Der Wein gehört einfach zu Baden dazu. Und ich bin davon überzeugt, dass der Wein auch ein Stück weit uns nicht nur unsere Landschaft geprägt hat, sondern auch uns als Menschen, einfach unsere Art, unser Naturell, wie wir miteinander umgehen und was uns wichtig ist und wie wir einfach, ja, typisch badisch, wie wir einfach auftreten. Und wir sind ein fröhliches Volk, wir sind offen und ich glaube, das hat auch ganz viel mit dem Weinbau zu tun, kann man ja in anderen Ländern genauso auch beobachten. Mein Name ist Peter Schock, ich bin Pfarrer und bin Landeskirchebeauftragter für den Kirchendienst auf dem Land. Der Kirchendienst auf dem Land ist die Stimme der Kirche in der Landwirtschaft, so pflege ich immer zu sagen, und die Stimme der Landwirtschaft in der Kirche. Wir kümmern uns ganz stark einfach um die Menschen in der Landwirtschaft, aber auch um die Menschen im ländlichen Raum. Ja, mein Name ist Martin Schmidt und ich bin Winzer hier in Eichstätten am Kaiserstuhl. Bei der Weinlese entscheidet sich eigentlich alles. Man arbeitet darauf hin, man schaut, dass die Reben so gepflegt werden für den Wein, wenn man möchte. Und dann ist aber der Lesetermin ist das der entscheidende Faktor für, wie nachher der Wein schmeckt. Ich habe eine genaue Vorstellung, wie der Wein schmecken soll und dafür brauche ich genau diese Trauben. Und in der Weinlese gucke ich quasi 10-mal am Tag aufs Wetter. Ich gucke mir einmal am Tag die Trauben an, wie die reifen, wie die schmecken und wie viel Zucker die haben. Und dann ist noch quasi die Entscheidung, wann ernte ich welche Sorte, bei welchem Reifegrad. Der aktuelle Stand ist, dass man so die Hälfte mit der Maschine liest, wo man fahren kann und wo es auch die Traubenqualität zulässt. Das ist natürlich gut, weil da kann ich es im Vorher genau planen, was wird in welcher Minute geerntet und wann habe ich es im Keller. Aber vieles ist auch noch Handlese. Und ein guter Wein ist der Wein, der der Kundschaft schmeckt. Dann natürlich die richtige Verarbeitung, das heißt schonend. Und nachher ist, glaube ich, einfach Zeit und Gelassenheit im Keller. Das Schlimmste für mich ist, wir brauchen einen Wein früher, wie er eigentlich soweit wäre. Dann muss man ihn so hinquälen, dass er auf die Flasche kommen kann. Deshalb ist es auch schön, wenn man im Keller auch Zeit hat. Weinberge sind für mich besonders wichtig, weil ich wohne in einem Weinort und ich hole mir in den Weinbergen Inspiration. Wenn ich eine Predigt oder einen Vortrag oder eine Rede vorbereiten muss und weiß noch nicht so richtig, was ich sagen will, dann gehe ich los und wenn ich aus dem Weinberg wieder zurückkomme nach einer halben Stunde, dann steht im Grunde genommen die Predigt und ich muss mich nur noch hinsetzen und anfangen zu schreiben. Also für mich ist der Weinberg einfach eine Stätte der Inspiration, auch der Ruhe. Hier erlebt man Natur, aber hier komme ich wirklich auch so ins Denken. Vor 2000 Jahren, zu Zeiten Jesu, spielte der Wein im Mittelmeerraum, wo ja Jesus unterwegs war, spielte eine riesige Rolle. Der Wein war im Grunde genommen in allen Volksschichten war vertreten. Also es war jetzt kein reines Luxusgut. Deshalb nimmt auch Jesus ganz viel Bezug zum Weinbau. Verarbeitet das Thema Wein immer wieder auch in Gleichnissen oder tut zum Beispiel Arbeiter im Weinberg anhand der Arbeit im Weinberg Gerechtigkeitsfragen oder auch andere Fragen erörtern. Diese hohe Bedeutung des Weines kommt schon auch aus dem Alten Testament. Wein verkörpert die guten Gaben Gottes an sein Volk. Also Wein ist immer ein Ausdruck dafür, hier ist Lebensfülle, hier ist Lebensfreude, hier ist einfach gelingendes Leben insgesamt. Also die geistliche Dimension hat man in der Landwirtschaft ganz stark. Also jeder, der mit der Natur zu tun hat, der weiß, dass es einem nicht geschenkt wird. Dass man als Mensch kann man vieles tun, aber schlussendlich, dass wir wirklich was ernten, das hängt von anderen Faktoren ab. Da kann man vieles Gutes tun, aber ohne göttlichen Beistand geht's nicht. Genossenschaften sind für mich deshalb wichtig, auch so jetzt zum Beispiel im Weinbau, wo sie ja ganz stark sind. Dieses Prinzip,
alle für einen, einer für alle. Es ist ja im Grunde genommen gehört zum Urgestein oder Urbekenntnis von uns als Christen. Es gibt da diese Geschichten in der Apostelgeschichte, wo es um die Urgemeinde geht, die alles miteinander teilt. Oder die Jünger, Jesus, der dazu aufruft, dass man sich um die anderen kümmert, der es selbst tut, durch seine Wunderheilung, der sich um die anderen einfach kümmert. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was auch heute in der Landwirtschaft nach wie vor schon durchaus biblische Wurzeln hat, aber nach wie vor hochaktuell ist. Ich selbst habe 170 Winzer unter Vertrag, teilweise sehr klein, nur ein Rebstück, die eben immer noch Wein anbauen. Ja. Und das ist auch sehr wichtig für die Identität, dass es so bleibt. Ja. Wenn eigentlich jede Familie was mit Wein zu tun hat, ne, dann hat man auch Verständnis dafür.